Willkommen zum Basic-Video zu den römischen Zahlzeichen. Mein Name ist Cabello und ich werde dir heute zeigen, wie du römische Zahlzeichen lesen und schreiben kannst. Heute wirst du auch selber Zahlzeichen schreiben und umwandeln. Also pausiere jetzt schnell das Video, hol dir einen Zettel und einen Stift. Hast du das gemacht? Dann kann es jetzt losgehen. Wie bereits erwähnt, werden wir uns in diesem Video genauer mit dem Lesen und Schreiben von Zahlzeichen beschäftigen. Es ist daher wichtig, dass du die Grundlagen zu den römischen Zahlzeichen bereits kennst. Wenn das nicht der Fall ist, schau dir vorher das Intro-Video zu den römischen Zahlzeichen an. Wenn du dich schon auskennst, lass uns gleich loslegen. Um alle Zahlen mit römischen Zahlzeichen schreiben zu können, werden wir drei Regeln kennenlernen. Dies ist einerseits die Additionsregel, die Drei-Zeichen-Regel und die Subtraktionsregel. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Römer Zahlen als Summe einzelner Zahlzeichen aufschrieben. Alle Zahlzeichen, die nebeneinander liegen, werden daher zusammenaddiert. Schauen wir uns das gleich einmal für die Zahl 2 an. Die Zahl 2 kann auch als Addition von 1 plus 1 aufgeschrieben werden. Das Zahlzeichen für 1 kennen wir ja schon. Das ist der Buchstabe I. Die Zahl 2 wird also als II geschrieben. Ein Plus wird nicht zwischen die Zahlzeichen geschrieben. Hast du vielleicht bereits eine Idee, wie die Zahl 3 geschrieben werden könnte? 3 wird als 1 plus 1 plus 1, also als I, I, I geschrieben. Versuchen wir das gleich mit einer etwas größeren Zahl. Die Zahl 7 können wir auch als Addition uns bereits bekannter Zahlzeichen aufschreiben. Wir schreiben 7 als Addition von 5 plus 1 plus 1 auf. Dadurch ergibt sich VII. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, können wir 7 nicht auch als IIV, also 1 plus 1 plus 5, oder als IVI, also 1 plus 5 plus 1 aufschreiben. Hier kommen wir allerdings zum zweiten Teil der Additionsregel. Es muss immer zuerst dass von der Wertigkeit größere Zahlzeichen geschrieben werden. IIV wäre also falsch. Und auch IVI ist nicht dasselbe wie VII. Wieso das wichtig ist, erkläre ich dir später im Video. Gehen wir eine Stufe weiter. Die Zahl 27 ist schon etwas schwieriger. 27 können wir zuerst mal als Addition von 20 plus 7 aufschreiben. Dies machen wir deshalb, weil wir ja bereits wissen, wie die Zahl 7 geschrieben wird. Wir können also auch schreiben 20 plus 5 plus 1 plus 1. Wir müssen jetzt nur noch die 20 in 10 plus 10, also xx, umschreiben. Fassen wir das alles zusammen und ordnen es wieder der Wertigkeit der Zahlzeichen nach, erhalten wir XXVII. Das funktioniert bei großen Zahlen genau gleich, dauert aber etwas länger. Schauen wir uns einmal an, für welche Zahl dieses Zahlzeichen stehen könnte. Ich weiß, dass dies jetzt bestimmt nach sehr viel aussieht. Aber gehen wir es der Reihe nach durch und du wirst sehen, dass es gar nicht so schwierig ist. M steht für 1000. Dann haben wir 3 mal das C, also plus 100, plus 100 und plus 100. Ein L, also plus 50. Ein X, also plus 10. Und 3 I, also 1 plus 1 plus 1. Addieren wir diese Zahlzeichen alle zusammen, erhalten wir 1363.
Versuche nun doch einmal selbst herauszufinden, für welche Zahl dieses Zahlzeichen steht. Schreibe dir die Wertigkeit der einzelnen Zahlzeichen auf und addiere diese. Pausiere jetzt das Video und schau erst weiter, wenn du eine Lösung hast oder gar nicht weiterkommst. Wenn du 286 erhalten hast, hast du es richtig. Diese Zahl setzt sich aus 100 plus 100 plus 50 plus 10 plus 10 plus 10 plus 5 plus 1 zusammen. Also 286. Kommen wir nun zur Dreizeichen- und Subtraktionsregel. Beginnen wir mit der Dreizeichenregel. Diese besagt, dass nur maximal drei gleiche Zeichen aufeinander folgen dürfen. Dies haben wir eigentlich schon so angewandt, aber ich zeige es dir noch einmal mit Hilfe eines Beispiels. Nehmen wir die Zahl 8. Die Zahl 8 schreiben wir als 5 plus 1 plus 1 plus 1, also V-I-I-I. Wir haben also nur 3 I hintereinander und durften daher auch nicht 8 mal das Zeichen I schreiben. Dies wäre falsch. Jetzt fragst du dich aber vielleicht, aber wenn wir nur 3 mal dasselbe Zeichen hintereinander schreiben dürfen, wie schreibe ich dann die Zahl 4? Dies ist eine berechtigte Frage. Und da kommt auch unsere letzte Regel ins Spiel, die Subtraktionsregel. Soll die Zahl 4 geschrieben werden, stoßen wir also aufgrund der drei Zeichenregeln auf Schwierigkeiten. Die Zahl 4 wird gewöhnlich nicht als i, 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 also 4 mal i, sondern als 1 weniger als 5 geschrieben. Dies ist die Subtraktionsregel und hat zur Folge, dass der Buchstabe mit dem kleineren Zahlenwert vor dem Buchstaben mit dem größeren Zahlenwert geschrieben wird. 4 wird also als IV geschrieben. Auch die Zahl 9 funktioniert so. Die Zahl 9 wird als 1 weniger als 10 geschrieben, also IX. Die Subtraktionsregel brauchst du übrigens immer dann, wenn an einer der Stellen die Zahl 4 oder 9 steht. Üben wir auch das mittels ein paar Beispielen. Beginnen wir mit 19. 19 spalten wir zunächst auf in 10 plus 1 weniger als 10. Dadurch ergibt sich XIX. Es ist auch hier die Reihenfolge, in der wir die Zahlzeichen aufschreiben, wichtig. Schauen wir uns jetzt die Zahl 24 an. 24 spalten wir zunächst in die Addition 20, also 10 plus 10, auf. Nun müssen wir noch 4 dazugeben, also 1 weniger als 5. Und wir erhalten zusammenaddiert XXIV. Unser nächstes Beispiel ist die Zahl 40. Hier steht die 4 an der 10er Stelle. Wir müssen 40 daher aufspalten in 10 weniger als 50. Zum Glück kennen wir auch diese Zahlzeichen schon und erhalten daher XL. Bevor du nun selbst zum Rechnen kommst, betrachten wir noch eine etwas größere Zahl. 1911. Spalten wir auch dieses zunächst in eine Addition auf. Wir erhalten 1000. Plus, jetzt kommt die 900, also 100 weniger als 1000. Und nun noch die 11, also 10 plus 1. Wir erhalten MCMXI. Jetzt bist aber du dran. Nimm dir deinen Stift und einen Zettel und versuche diese Zahlen mit römischen Zahlzeichen darzustellen. Anschließend stelle auch diese römischen Zahlzeichen
Mit arabischen Ziffern, das sind unsere Zahlen, da. Pausiere hier das Video und vergleiche anschließend die Lösungen. Konntest du alle Aufgaben lösen? Vergleiche jetzt deine Lösungen. Solltest du Schwierigkeiten gehabt haben, schau dir ruhig das Video noch einmal an. Als Abschluss habe ich dir noch ein paar Beispiele aus dem Alltag mitgebracht. Dies sind Fotos aus der Wiener Altstadt. Auf den Bildern sieht man, wann die Gebäude errichtet wurden. Nimm dir einen Stift und ein Papier und versuche die Jahreszahlen herauszufinden. Pausiere jetzt das Video. Konntest du die Jahreszahlen entschlüsseln? Die erste Jahreszahl ist 1824. Die zweite Jahreszahl ist 1900 und die letzte Jahreszahl ist 1893. Ich hoffe, du konntest alle Beispiele lösen. Nun, wo wir das Schreiben von römischen Zahlen gelernt haben, wäre es aber spannend, damit zu rechnen. Im nächsten Video lernst du, wie die Römer mit römischen Zahlzeichen gerechnet haben und was Vor- und Nachteile davon sind. Bis bald!